Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um die Frage, wie kann man ein App-Image vernünftig in sein Betriebssystem einbinden. Und zwar ist das Problem bei App-Image ja, dass man kann das zwar ganz normal herunterladen, man braucht es nicht installieren, und man kann es eigentlich out of the box direkt starten. Aus dem Dateibrowser heraus oder wenn man es auf den Desktop legt, dann auch über den Desktop heraus. Kann man machen, ist aber, finde ich, nicht ganz so eine schöne, gute Lösung. Viel schöner wäre es ja, wenn das ganz normal hier im Menü drin wäre, so wie anderen Apps hier auch, wie man hier so sieht, hier wie VLC Player, Remina, Shotwell etc. Alle Programme haben hier einen schönen Menüeintrag, sage ich mal, und dass man das hier so wunderbar direkt dann hier raus aus dem Menü heraus starten kann. Und das ist bei App-Image ja nicht möglich, zumindest nicht so out of the box. Da muss man schon so ein bisschen rumtricksen, ein bisschen rumfummeln. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, das App-Image händisch praktisch ins Menü zu integrieren. Das habe ich jetzt vor, das Ganze manuell zu machen. Ich habe jetzt hier mal so zwei schöne Beispiele. Einmal Night-PDF und den EMU64. Das sind jeweils App-Image. Man muss natürlich vorher einmal abchecken, ob die ausführbar sind. Jo, der Haken ist aktiviert. Als Programm ausführbar machen. Und das gleiche für den EMU64 natürlich auch. Und hier ist auch ein Haken. So, dann eignet sich ein Ordner ganz gut, der nennt sich .local. Um .local zu sehen, muss man einmal STRG H drücken. Dann sieht man auch die unsichtbaren Dateien. Hier und unter Share eignet sich eigentlich ganz gut, hier auch noch weitere Programme zu hinterlegen. Das habe ich jetzt vor. Theoretisch kann man auch einen anderen Pfad nehmen. Warum nehme ich den? Ja, weil hier schon etliche Programme schon drin sind und dann hat man das so ein bisschen strukturiert. Aber theoretisch müsste es auch in jedem anderen Pfad gehen. So, ich erstelle einen neuen Ordner. Den nehmen wir einmal EMU64. Und da ich zwei Programme haben möchte, das andere nennen wir Night-PDF. PDF. So, damit hätten wir die Ordner angelegt. Ich gehe nochmal zurück in den Download-Ordner und den Night-PDF schneide ich jetzt hier aus. STRG X. Wo haben wir Night-PDF? Füge den hier ein. Und das gleiche mache ich mit EMU. Und der kommt dann dementsprechend bei EMU64 rein. Wo haben wir ihn? Hier. So, jetzt brauchen wir noch ein Icon. Entweder googelt man sich ein Icon, erstellt sich ein neues Icon, wie auch immer. Oder so wie ich mache einfach mal einen Screenshot. Ich starte einfach mal EMU64. So, dann mache ich hier einfach mal einen Screenshot. So ungefähr. Sage ihn. Öffne mit GIMP. Das können wir schließen. Aus App-Image funktioniert, kann man damit auch sofort testen. Und jetzt wollen wir das Ganze nochmal so ein bisschen passend ausschneiden. Vielleicht mit dem Lasso. Einmal. STRG X. Bearbeiter einfügen als neues Bild. Nee, hat er so jetzt nicht akzeptiert. Dann machen wir es noch anders. Wir zaubern das mit dem Zauberstab weg. Ja, hätten wir den blöden Rand weg. Ja, und das müsste es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich werde aber trotzdem das nochmal so ein bisschen pixelgenauer jetzt hier erstellen. STRG X. Bearbeiter einfügen als neues Bild. Das hat, also dass man hier halt eben nicht so einen blöden Rand hat. Das Ganze speichere ich ab als PNG. PNG macht da, meine ich, am meisten Sinn, vor allem wenn man so eine Kontur hat, so wie jetzt, wo so ein paar Ausbuchtungen sind, dann hat man nicht so komische Ränder dann hinterher. Ja, das speichere ich dann dementsprechend in den gleichen Pfad hinein, einfach nur damit das schön zusammen ist. Man könnte es theoretisch auch irgendwohin verstreut hinpacken, aber es macht, denke ich mal, jetzt nicht so viel Sinn. Ist doch schöner, wenn alles ein bisschen zusammen bleibt. Auch wieder STRG H, ich sehe irgendwie nichts. So, was haben wir gesagt?
Das ist in Local. Wo haben wir Local? Da, Local, Share. Wir suchen Emu 64 und wir nennen das Ganze emu64.png. Damit hätten wir schon das erste Icon erstellt. So, ich gehe noch mal ganz kurz hier in den Browser hinein. So, hier hätten wir es. Kurz kontrollieren, wie viel Kilobyte das hat. 38,6 Kilobyte. Das ist eigentlich eine gute Größe. Ich denke mal so, mehr als 100 Kilobyte sollte so ein Icon nicht haben. Ja, dann kann man, glaube ich, die Größe auch nochmal abchecken. Eigenschaften, Bildeigenschaften. Ja, von dem Pixel her müsste das eigentlich auch okay sein. Ja, das gleiche mache ich auch mit dem anderen Programm. Das war Share. Das können wir wieder schließen. Night PDF. Gucken, ob wir da auch irgendwie ein Icon raus erstellen können. Ja, nehmen wir doch das. Drücken wir Steuerung Druck. Das wäre doch ein schönes Icon, ne? So, machen wir das genauso wieder. Öffne mit GIMP. Mal ein bisschen größer. Ja, obwohl das ist doch ein bisschen sehr pixelig, aber ist egal. Zum Testen kann man das ja erstmal nehmen. Dann kann man sie jetzt hier auch so ein bisschen ausschneiden. Kann man hier vielleicht auch umzaubern. Jo, ich drücke Entfernen. Ja, man könnte jetzt hier die Ränder noch ein bisschen nachbearbeiten, aber wir wollen auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich schneide mir das hier wieder so ein bisschen passend zurecht. Steuerung X. Einfügen, Bild als, neues Bild. Zack. Datei exportieren nach und dann auch wieder in Home-Verzeichnis .local share und dann gehe ich weiter Night PDF und nenne das Night PDF. Night PDF.png exportieren und damit können wir den eigentlich auch wieder schließen. Gehen auch noch und dann sehen wir hier, wäre das schon richtig drin. Schauen uns das nochmal an. Yippie, sieht prima aus. So, damit hätten wir schon die erste Vorbereitung getroffen. So, dann brauchen wir als nächstes folgenden Ordner. Und zwar, das war auch wieder Local Share. Genau, dann gibt es hier oben, sollte eigentlich der erste Ordner sein, Applications. Genau, und dann kann man hier dementsprechend sich ein neues Desktop-Icon anlegen. Das werde ich jetzt mal versuchen, ob mir das gelingt. So, am besten nimmt man sich irgendeine Verknüpfungsdatei, so nenne ich es einfach mal, die es schon gibt, zum Beispiel von Steam. Ich mache einfach mal STRG V, kopiere mir die, schaue mir die an und sehe, okay, die ist natürlich jetzt sehr aufwendig gestaltet. Die könnte man jetzt nehmen, aber jetzt für den einfachen Test ist mir die doch ein bisschen zu aufwendig strukturiert. Ich guck mal eben hier rein. Ja, die auch nicht. Ja, die sieht doch ganz gut aus. Die speichern wir uns mal in dem Pfad, wo wir gerade waren. Das war Local Share Application. Genau, hier speichert die einfach mal rein. Nicht unter Dear Master, sondern unter emu64. So. Die ist abgespeichert, das schließe ich wieder. Ich gehe hier wieder zurück. Nochmal von vorne. Persönlicher Ordner, .local, share, application. Und dann hätte ich jetzt hier meine emu64. So, warum habe ich mir die einfach kopiert? Ich hätte auch jetzt auch eine normale Textdatei aufmachen können. Aber hier habe ich schon die Einträge, die ich auf jeden Fall brauche für so ein Standard-Icon, sage ich einfach mal. Darin kann man sich so ein bisschen festhangeln, wie man das erstellt. Ne, Name ist klar. Das nennen wir dann emu64. Ne, ich glaube, ich schreibe mal lieber zusammen. Ich weiß nicht, ob das hinter Probleme gibt. Hier kommt der Pfad der auszuführenden Datei hin. Das wäre in dem Fall ja unser App-Image. So, und hier müssen wir dann eintragen den kompletten Pfad. So, wo haben wir denn emu64? Wo haben wir emu64? Nochmal ganz kurz gucken. abcde, das wäre der Pfad. Einfach doppelt anklicken.
dann kann man sich den Text hier kopieren und hier einfügen. Also das wäre der Pfad jetzt hier, Home Tuxa. Man kann jetzt hier auch eine Tilde nehmen anstatt Home Tuxa. Dann wäre das für jedes Home-Verzeichnis. Genau, machen wir es einfach mal. Das können wir eigentlich auch wegmachen. Dann machen wir jetzt eine Tilde mit, ich glaube, Alt, Groß Alt, Groß Alt Plus. Dann hätten wir die Tilde. Tilde steht für Slash Home Slash Benutzername. In dem Fall Tuxa Slash und dann Punkt Local Share oder wo sie sich auch immer befindet, Emu64. Genau, und dann geht es noch weiter. Das Ganze hat natürlich auch noch einen Namen. Genau, dann kopieren wir uns mit einer Tippfaul. Ich kopiere mir auch den kompletten Namen. Auch wenn er jetzt so einen kryptischen Namen hat, wäre das ganz gut. So ein bisschen darauf achten, dass da keine Leerzeichen drin sind. Ansonsten würde das hier so ein bisschen strubbelig werden. Typ Application kann bleiben. Startup. True kann auch bleiben und den Pfad. Pfad brauchen wir, glaube ich, nicht eingeben. Ich glaube, das ist nur interessant, wenn man das auch von überall starten will. Den mache ich jetzt mal weg, kann man aber drin lassen. Dann wäre noch wichtig Icon. Das können wir wieder wegmachen. Und genau das gleiche wäre der gleiche Pfad. Deswegen habe ich alles in einen Pfad reingepackt. Weil ich bin natürlich faul. Und dann können wir uns hier den Dateinamen dementsprechend auch kopieren. Na, komm her, du. Ja, Startup, das weiß ich gar nicht so genau, was es ist. Da könnte man noch Kategorie könnte man noch reinpacken. Ja, manche manche Menüs haben ja so irgendwelche Kategorien, wie zum Beispiel Mate hat ja, weiß nicht, Büro, Internet, schlag mich tot, System, verschiedene Kategorien. Und das könnte man jetzt hier auch eintragen, aber aus Bequemlichkeitsgründen, weil ich es nicht brauche, lasse ich es in dem Fall weg. Dann speichere ich das Ganze ab. Save. Und haben wir es schon drin? Ich denke mal, muss mich einmal ausloggen. Ja, ich muss mich einmal ausloggen und dann wäre das wieder da. Ich mache mal ganz kurz einen Test. Ich logge mich mal ganz kurz aus und dann schauen wir mal, ob das Icon dann da ist. So, ich habe mich einmal abgemeldet und ist wieder angemeldet und wäre jetzt in dem Sinne wieder im System hier drin. Und jetzt schauen wir mal nach, ob Emu64 hier schon mit dabei ist. Ist natürlich nicht. Das hat natürlich beim ersten Mal nicht funktioniert. Ich könnte es jetzt auch rausschneiden, aber wer mich kennt, ich lasse auch Fails drin. Das gehört nun mal halt eben auch dort hinzu. Ich gucke jetzt nochmal, woran das liegt, dass es nicht funktioniert hat. Ich vermute mal, dass ich bei den Pfadnamen noch irgendwie einen Fehler gemacht habe. So, emu64.desktop. So, schauen wir uns das eben nochmal ganz kurz an, wegen den Eintragungen. Ich sehe gerade, hier fehlt noch der Eintrag. Typ Application ist drin. Kategorie, ich packe jetzt trotzdem eine Kategorie da rein. Kategorie, richtig geschrieben? Nein, falsch geschrieben, fehlt nämlich nur ein S. So, Kategorie ist gleich. Was wäre das denn? Mach einfach mal System. So, machen wir Semikolon dahinter. So ist es nämlich bei dem anderen auch. Hier dieses Startup, das mache ich auch mal weg. Hier steht zum Beispiel Terminal False. Das trage ich jetzt hier auch mal ein. Terminal gleich False. Also man kann es nicht aus dem Terminal heraus starten. Oder ich weiß nicht so genau, was das bedeutet. Wie gesagt, ich orientiere mich nach einem Eintrag, der funktioniert. Dann machen wir noch einen Kommentar. Kommentar gleich Commodore C64, weiß gar nicht wie lange das sein darf, Emulator. So, jetzt speichere ich das Ganze ab. Datei save. So ist gesaved. Ja, ich würde sagen, ich logge mich noch mal kurz aus und wieder ein und dann schauen wir, ob es dann funktioniert. So, ich habe jetzt hier einfach mal den richtigen Pfad eingegeben, ohne diese Tilde. Und jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt vielleicht funktioniert.
speichere das Ganze nochmal schön ab, logge mich wieder aus und sage dann dementsprechend mal bis gleich. Da wäre ich wieder. Ich habe mich jetzt ein paar Mal ein- und ausgeloggt, habe so verschiedene Sachen es ausprobiert. Die letzte Sache, die ich jetzt ausprobiert habe, ich habe einfach den kompletten Fahrtname, so wie er ist, habe ich jetzt eingegeben in diesem Textfeld. Dann schauen wir einfach mal nach, ob es funktioniert hat. Jawohl, es hat funktioniert. Yippie-yay-yay. So, schauen wir uns das nochmal an, ob es auch funktioniert. Der Menüeintrag wäre jetzt hier vorhanden, EMU 64. Ich klicke drauf und ja, voilà, da wäre der EMU 64. Und ich kann mein App-Image so richtig schön aus dem Startmenü heraus starten. Ja, was will ich mehr? Ist das mal nicht toll? Ist das mal nicht richtig herrlich? Also ich bin fasziniert. Und dass es hier auch kein Zufallstreffer war, würde ich sagen, probiere ich das gleiche auch mal mit diesem Night-PDF aus. Und auch das, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu vertiefen, weil ich das noch nicht so oft gemacht habe. Jetzt gehen wir praktisch mein persönlicher Versuch Nummer 3. Ich gehe wieder hinein in Local. Share. Ich schaue nochmal ganz kurz nach. Das wäre der Pfad. Das wäre das Icon. Ich kopiere mir wieder diesen ganzen String hier, diesen ganzen Pfad. Steuerung C. Und dann muss ich hier in Applications hinein und brauche wieder eine neue Datei. Ich öffne die. Packe mir hier den Pfad schon mal hin und sage jetzt aber speichern, jetzt nicht überschreiben, sondern speichern unter. Speichern unter, das nennen wir jetzt Night PDF. Ja, das sollte reichen. Save. Geh nochmal hier ganz raus. Und jetzt sehen wir hier eine zweite Datei namens Night PDF. So, ich öffne die wieder. Hier wäre mein Pfad. Schon X, da hat hier unten hier drin nichts zu suchen. Das war jetzt nur so eine Zwischenablage. Und den packen wir hier hinein. Und da schlauerweise das Icon im gleichen Pfad liegt, kann ich hier auch schon mal den Pfad eintragen. Es kommt hier noch noch ein Schrägstrich. Ja, den Namen können wir ändern in Night PDF. Komm, wir schreiben mal rein bei Tuxa. Hauen wir so richtig auf die Kacke. Hier schreiben wir einfach mal rein. Der Tuxa erstellt einen Starter. Hihihi. Ist ja schön, dass man hier so auch so ein bisschen Blödsinn eintragen kann. So, jetzt brauche ich den Pfad zu den eigentlichen Dateien. Und, beziehungsweise den Pfad habe ich ja schon. Dateiname. Das wäre für App-Image. Und dann einmal fürs Icon. Also wie gesagt, hier kann man noch mehrere Kategorien einfügen zum Beispiel oder generell mehr Eintragungen machen, aber für so einen ganz einfachen Starter sollte das auf jeden Fall so als Basic auf jeden Fall reichen. Und je nachdem, was man auch für ein System hat, kann es sein, dass man da noch zusätzliche Eintragungen benötigt, aber für ein Gnome-System funktioniert das auf jeden Fall dann auch so. Ich jetzt muss wieder einen Neustart machen, beziehungsweise mich einmal ausloggen und wieder einloggen. Melde ich mich dann gleich wieder. So, dann gehen wir mal in die Anwendung hinein und schauen mal, ob... Ja! Ja, wie schön ist das denn? Ist das nicht herrlich? Ist das nicht toll? Auch mein zweiter Streik hat funktioniert. Gut, okay, wenn man sich das Icon jetzt anschaut, ja, das ist irgendwie ein bisschen da auseinandergezogen. Aber das ist doch eigentlich auch okay. Kann man auch so lassen, sage ich mal, ne? Und man sieht hier vom Namen her auch, Night PDF bei Tuxa. Fehlt noch der davor und dann ist es perfekt. Ich mache die Videos natürlich auch unter anderem deswegen, weil ich dadurch auch etwas lernen will und zum Beispiel würde mich jetzt interessieren, gibt es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit, als wie ich das jetzt hier gemacht habe, oder gibt es da vielleicht so eine App oder irgendwie eine Kommandozeile, dass man das Ganze auch ja anders erstellen kann, sag ich mal. Das würde mich schon interessieren. Das ist so ein bisschen schade an Gnome, dass zumindest von Haus aus da keine App gibt, dass man sagen kann, Rechtsklick Starter erstellen. Das war früher unter Gnome 2 definitiv besser.
und die Option fehlt mir. Oder ich kenne sie nicht. Das kann natürlich auch sein. Also wenn da jemand da einen Tipp hat an der Stelle, wäre das natürlich eine super Sache. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!